Jetzt ist wieder mal Zeit für einen Disney Haul. Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Disney Haul aus dem Monat August. Ja, der Sommer ist eigentlich vorbei, wenn ich so rausgucke, ist er eigentlich vorbei. Leider, ich hoffe noch ein paar schöne warme Tage im September. Da ich noch ein paar schöne Sachen bekommen habe, die ich euch gleich zeige und die gerne noch ausführen würde. Aber das hängt natürlich auch ab, ob die Reisewarnung fürs Disneyland aufgehoben wird. Mal sehen, der nächste Trip ist eigentlich am 18. September geplant mit den Mädels. Ob es stattfindet, wissen wir nicht. Wenn die Reisewarnung aufgehoben wird, dann fahren wir. Wenn die Reisewarnung nicht aufgehoben wird, dann machen wir uns ein schönes Wochenende hier in Deutschland. Aber das werdet ihr dann alles hier auf meinem Kanal sehen. Dann kann ich auch noch was anderes ankündigen, was auf meinem Kanal jetzt noch kommt. Und zwar werde ich demnächst ein Let's Play anfangen. Ja, ich werde zocken, mich dabei filmen. Und zwar das neue Sims 4 Spiel Star Wars. Also es gibt die Reise nach Batuu heißt es. Also Sims 4, die Reise nach Batuu. Ja, das werde ich Let's Playen, wird auch demnächst anfangen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, bitte Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr immer die Benachrichtigung bekommt, wenn das neue Video online ist. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt, ob es gut bei euch ankommt. Ich bin ja im Herzen so ein kleiner Zocker schon immer gewesen, vor allem Sims 4 oder Sims allgemein. Ich bin ja mit Sims groß geworden, Sims 1, 2, 3, ups, alles gespielt und ja. Bin sehr gespannt, wie das Spiel sein wird und ich freue mich, wenn ihr dran teilhabt. Jetzt fangen wir aber an mit dem Haul. Ja, der Haul ist wieder eine gute Mischung aus allem. Schmuck, Kleidung, Ohren, ganz, ganz viele Ohren und noch ganz viele Masken von Shop Disney. Aber wir fangen erstmal an mit den Ohren und zwar mit den August-Ohren von der Minnie Mouse Main Attraction Collection, dieser Zungenbrecher. Ja, einmal die Dumbo-Ohren. Ihr seht, es ist bunt, es ist schrill, die sind riesig. Also es sind nicht meine liebsten Ohren aus der Minnie Mouse Main Attraction Collection, aber da ich alle sammle, mussten auch die mit oder mussten die auch in den Warenkorb. Ich habe sie zum Glück ergattert. Dieses Mal war es wirklich schwer für mich. Normalerweise bekomme ich die Sachen mit direkt angezeigt und das ist auch kein Problem. Aber diesmal hat es echt gedauert, bis ich die Sachen gesehen habe. Dann wollte ich noch die Bauchtasche mitbestellen, aber das war dann nicht mehr möglich. Und wenigstens habe ich einmal die Ohren bekommen. Die Ohren kosten ja 36 Euro, wie immer. Und ihr habt hier so eine tolle Feder hier oben. Ich muss aufpassen, dass sie nicht abbricht. Ja, man könnte auch, ich habe auch gehört, das sieht ein bisschen aus wie Sailor Moon oder Captain Marvel. Man kann es interpretieren, wie man möchte. Ich habe jetzt auch dazu das Mini-T-Shirt kombiniert. Finde ich, das passt eigentlich ganz gut. Ich hätte jetzt aber auch ein Dumbo-T-Shirt gehabt, aber ich fand das von den Farben her ein bisschen stimmiger. Es gibt auch gerade bei Zara ein schönes Dumbo-T-Shirt. Das ist also so ein ärmelloses Top, was auch ein bisschen kurz geschnitten ist. Und da hat hier so Puff-Dinger drin, so wie in den 80ern. Da überlege ich mir noch, ob ich mir das hole, passend zu den Ohren, aber mal sehen, vielleicht kommt das ja auch bald in den Sale. Dann habe ich mir noch mehr Ohren bestellt. Und zwar einmal, mit denen habe ich sehr, sehr lange geliebäugelt, einmal die Loungefly Ballonohren. Ich habe mir ja auch das passende Outfit gekauft, das habe ich euch, glaube ich, im letzten Haul gezeigt mit dem gelben Rock. Das sind die passenden Ohren dazu und ja, ich wollte sie schon, also ich habe mir sie mit denen lange geliebäugelt, bei eBay geguckt, überall. Ich habe es jetzt bei Amazon bestellt für 50 Euro. War kein Schnapper, aber sie sehen echt schön aus. Ich ziehe sie mal an für euch. Und zwar mit Etikett, ist super. Aber also, ich finde, die sehen mega aus. Ich liebe sie. Also wirklich ganz, ganz toll. Auch die Verarbeitung ist super. Und ich muss noch ein paar mehr Ohren gleich anziehen, aber ich lasse die jetzt mal an. Genau, die Schleife waren hier ein bisschen geknickt, weil es halt auch Plastik ist, aber also ganz, ganz, ganz tolle Ohren, muss ich sagen, lieb ich sehr. Dann habe ich noch ein anderes Paar bei Amazon bestellt. Da habe ich aber irgendwie die Bestellbestätigung nicht gefunden und nicht gesehen, was ich dafür bezahlt habe. Es sind einmal hier die Ohren. Ich glaube, das war um die 25 oder 30 Euro, ich bin mir jetzt unsicher,
Aber einmal die Blumenohren in Rosa. Die ziehe ich natürlich auch gerne mal für euch an. Bei den anderen Ohren muss ich jetzt gleich mal schauen. Da weiß ich nämlich auch den Preis nicht mehr. Muss ich gleich mein Handy spicken. Genau. Also einmal die Blumenohren. Finde ich eigentlich auch ganz süß für den Sommer. Aber der Sommer ist ja auch eigentlich schon vorbei. Halloween hat angefangen. Ich muss sagen, ja, ich habe auch bei Shop Disney jetzt bei Halloween zugeschlagen. Werdet ihr dann im nächsten Haul sehen, was ich alles gekauft habe. Dann habe ich mir ein paar Ohren bei meiner Lieblings-Ohren-Dealerin gekauft. Ears Ever After. Und zwar diese Baby Yoda Ohren mit goldener Schleife. Man kann sich die Schleife... Ja, Baby Yoda mag nicht ins Rampenlicht. Die Schleife kann man sich bei ihr aussuchen, die Farbe. Aber ich habe mich für Gold entschieden, weil es ganz gut passt zu Baby Yoda. Das war jetzt auch eigentlich ein Outfit fürs Disneyland letzte Woche. Also wäre es gewesen. Da hätte ich auch mein Baby Yoda mal mitgenommen ins Disneyland. Aber das soll nicht sein, was die jetzt gekostet haben. Ich glaube, das muss ich jetzt nachgucken. Einen Moment. Also die Ohren haben bei ihr 19 Pfund gekostet. Dazu kommt noch der Versand nach Deutschland. Aber finde ich vollkommen okay. Und ja, mein erstes Paar Baby Yoda Ohren. Und ein weiteres Paar Ohren. Ich glaube, das ist auch das letzte. So wie es aussieht, es kommen gleich schon ein paar Hüte, aber keine Ohren, sind die Halloween-Ohren. Die gab es letztes Jahr schon in Walt Disney World und in allen anderen Parks. Ich habe auch den passenden Spirit-Jersey mir letztes Jahr geholt und eigentlich wollte ich die Ohren super gerne haben. Die habe ich jetzt bei AliExpress bestellt. Ich habe auch schon mal ein AliExpress-Haul gemacht, wo ich alles Mögliche gezeigt habe von AliExpress. Verlinke ich euch gerne auch bei dem i. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Die habe ich auch von AliExpress. Die haben jetzt 12 Euro mit Versand gekostet, habe auch keinen Zoll bezahlt. Und ja, ich packe auch unten alle Links, die es noch, also wo es die Sachen noch gibt, gerne unten in die Infobox. Könnt ihr gerne nachshoppen. Bei AliExpress ist es immer so schwierig, weil die Links sehr schnell verschwinden. Also die Shops gibt es dann noch, aber die ändern ihren Namen und das ist halt alles ein bisschen komplizierter. Auf jeden Fall finde ich die super, super schön. Endlich habe ich die passenden Ohren zum Spirit Jersey. Und ja, die haben auch das Original-Etikett dran. Also ich glaube, das sind wirklich entweder Fehlproduktion aus der Fabrik, weil die werden ja halt alle in China produziert. Oder sie sind vom Laster gefallen oder übrig von letztes Jahr. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben sie auch das Original-Disney-Parks-Etikett dran. Und die, für mich sehen die Ohren, die alle Ohren, die ich bisher bestellt habe, sehen super aus. Ich sehe jetzt hier gerade, hier guckt so ein Pfad raus. Die kann man abschneiden und dann sieht man das auch nicht. Vielleicht ist es das, also vielleicht ist es wirklich Fehlproduktion. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall für 12 Euro kann man nichts sagen zu den schönen Halloween-Ohren. Habe ja eben Zara erwähnt, ich habe mir auch was bei Zara bestellt. Und zwar dieses mega coole Top. Es ist ein Crop-Top, also es ist kürzer geschnitten. Ich trage dazu, seht ihr auch im Try-On, eine High-Waist-schwarze Hose. Das Top hat 18 Euro gekostet. Ich habe jetzt hier Größe M. War jetzt unschlüssig zwischen S und M, aber ich habe dann doch M behalten. Und ja, also es ist am Anfang, dachte ich, als ich es gesehen habe online, dachte ich, schon sehr extravagant. Aber als ich es angezogen habe, finde ich super, super schön. Es ist echt schick. Auch ausgehtauglich mit schwarzer Hose, schönen Schuhen, einem Blazer oder so, ist das echt wirklich ein richtig, richtig schönes Outfit. Das war das einzige Teil von Zara. Dann machen wir weiter mit Food. Fake Food. Und zwar habe ich bei der Candy K. Ich schaue mir gleich noch, ich gucke nochmal nach, wie sie heißt, weil ich auch nochmal nach den Preisen gucke für euch. Aber ich zeige euch erstmal die Sachen. Und zwar einmal dieser super lecker aussehende Milchshake. Das ist wirklich alles Fake Food. Also kein echtes, was man essen kann, sondern einfach nur dekorationsmäßig. Aber es sieht wirklich super echt aus. Bin begeistert von der Ware, von der Produktion. Also sie macht sie ja selbst. Muss sagen, bin wirklich sehr, sehr begeistert. Das ist mega, ein mega Talent. Ich mache ja auch sehr viel selbst, aber das übertrifft es nochmal. Also einmal der Milchshake. Jetzt muss ich ihn vorsichtig abstellen, weil der etwas sehr delikat ist. Dann habe ich mir auch noch einen Cupcake bei ihr bestellt. In lila. Also mit einem lila Mickey-Macaron obendrauf. Und die duften alle so süß und nach Schokolade und so. Also das ist echt
sehr, sehr faszinierend. Ich schreibe euch auch also den Link von ihrer Instagram-Seite, könnt ihr gerne schreiben. Auch sie hat, ich hab, nee, sie hat auch Etsy. Ich packe den Etsy-Link unten rein. Genau. Also für Fotos oder einfach nur so zum Hinstellen in die Küche. Also es sieht wirklich super, super schön aus. Genau, das war das zweite Teil. Ich muss es immer vorsichtig wieder verpacken. Und die letzten zwei Teile, die ich noch bei ihr bestellt habe, sind einmal ein kleines Mickey-Sandwich-Eis und, oh, die riechen nach Schokolade. Oh, und ein großes Mickey-Sandwich-Eis. Wie gesagt, auch Fake-Food, aber schaut mal, das sieht so echt aus. Mega. Genau, ich hatte euch auch schon im Disneyland mit dabei für Fotos und ja, ich weiß auch nicht, wie ich sie drapieren werde in der Wohnung oder ob ich sie einfach wegpacke und dann halt für Fotosachen wieder auspacke, aber oh, die riechen so lecker. Und also ich würde da am liebsten jetzt reinbeißen, aber ich glaube, das schmeckt nicht so gut, wie es riecht. Ich gucke euch jetzt, ich gucke mal nach den Preisen, was ich für die Sachen bezahlt habe. Man muss dazu sagen, bei dem Milchshake habe ich Geld zurückerstattet bekommen, ich glaube 10 Euro, weil der etwas kaputt ankam durch den, also der Versand hat er nicht so gut überlebt. Da ist dann das Ohr abgeknickt, aber da habe ich meinen Heißkleber genommen und es wieder angeklebt, also alles gut. Und jetzt schauen wir mal, was es gekostet hat. Ich muss jetzt mal bei meinem Etsy-Account nachschauen. Und da ist es, genau. Also, der Milchshake hat 20 Euro gekostet. Wie gesagt, habe 10 Euro zurückbekommen. Dann der kleine, das kleine Mickey-Sandwich hat 5 Euro gekostet. Das große Mickey-Sandwich 15 und auch der Cupcake 15. Also, es ist für Fake-Food schon teuer, aber man muss sagen, das sieht so gut aus. Das sieht so echt aus und also Respekt an, achso, den Shop wollte ich euch noch sagen. Candy K Neverland. Genau, so heißt sie da. So heißt sie. Also wirklich Respekt an dich. Das ist echt mega, mega, eine mega Leistung. Dann machen wir weiter mit Etsy, weil ich gerade die Etsy-Sachen offen habe auf meinem Handy. Wie auf Tauchstation. Ich habe nämlich bei meiner, jetzt sag ich schon wieder Lieblings, also bei Roses and Thorn Ears, das ist auch so ein Zungenbrecher, bestellt. Da habe ich ja schon meinen einen Hut her mit den Mickey-Ohren. Also ich liebe den. Ich habe den letztes Jahr gekauft und dieses Jahr hat sie ganz, ganz viele neue Designs rausgebracht und da habe ich dann wieder was bestellt. Sie hat auch eine Aktion gehabt, dass man, also dass der Versand kostenlos war, weil sie verschickt hier aus Spanien. Und dann ist es etwas teurer, der Versand, aber der war gratis bei der Bestellung. Und ein Hut kommt auch noch zu Brina. Der ist noch auf dem Weg. Also ich habe einmal einen, zeige ich euch das mal, einen rosé-goldenen Hut bestellt. Der Hut hat 26 Euro gekostet. Ja, 26 Euro. Mit Ohren in rosé-gold. Und oh, schaut euch diesen, da ist so ein kleiner Mickey-Kopf. Und hier vorne ist ein Mickey-Kopf. Und oh, ich liebe diese Hüte. Ich ziehe euch den jetzt auch mal an. Der ist auch etwas größer als der schwarze. So. Also, so ein bisschen Mary Poppins-Style auch. So ein bisschen vom Bert. Aber ja, also der ist schon mal mega. Derselbe oder so ein ähnlicher ist zu Prina unterwegs, aber in rosa. Also nicht Roségold, sondern rosa. Dann habe ich mir den schwarzen Hut ohne Ohren bestellt. Für den Alltag zu einem Kleid. Finde ich den eigentlich auch ganz süß. Der hat 24 Euro gekostet. Hier ist eine Mickey trotzdem drauf. Und hinten auch. Wie gesagt, für den Strand, für den Alltag, wenn jetzt hier die Sonne scheint, finde ich den eigentlich auch ganz süß. Obwohl mir jetzt irgendwas auf dem Kopf fehlt. Also irgendwas fehlt mir hier. Aber man kann ja am Strand nicht mit dem Mickey... Also man... Ich würde es sogar machen. Aber wenn mein Freund dabei ist, wird er nicht mit mir liegen bleiben. Genau, also den Hut noch und dann habe ich mir noch zwei Haarreifen bestellt und sie hat mir noch was gratis dazu gelegt, was ich sehr nett fand. Einmal hier den Haarreifen, jetzt muss ich wieder nach dem Preis schauen, einen Moment. Der Haarreifen war, also beide Haarreifen waren 10 Euro. Einmal hier mit den weißen Perlen, das sind dann so, also sehr, sehr dezent Mickey, da sind dann so weiße Mickey-Köpfe drauf. Und der andere, der bunte, der ist noch kleiner, also noch dezenter. Hat noch kleinere Mickey-Köpfe drauf.
Ja, jetzt für den Haul muss ich sagen, ist mir das ein bisschen zu wenig auf dem Kopf, weil ich gerne Ohren trage. Achso, den ich gratis bekommen habe, ziehe ich euch noch an. Genau, also das sind die zwei Haarreifen, einmal in weiß und einmal in bunt. Jeweils 10 Euro. Und dann hat sie mir noch einen Haarreif dazugelegt, und zwar hier den passend zu Halloween. Muss ich sagen, echt cool für den Alltag, wenn ich meinen Spirit Jersey oder so anziehe, kann man den Haarreif auch ganz gut dazu anziehen. Das war meine Bestellung bei Roses and the Thorn Ears oder so. Ich packe euch den Link unten rein. Ich habe wieder bei Unique Vintage bestellt. Ihr habt ja schon in meinem letzten Haul gesehen, die tollen Outfits, und ich war jetzt wieder. Ich konnte nicht widerstehen. Und ja, ich habe was bestellt, habe einmal was bei jemandem gesehen, da, also aus England, und die hat das auch da bestellt, und das musste ich einfach haben für Halloween. Ist, jetzt ist das oben aufgeknöpft, das sieht ein bisschen doof aus, ist dieses Halloween Pumpkin Mickey Kleid. Also hier habt ihr überall Mickey als Kürbis drauf auf dem Kleid. Es ist zwar kurzärmlich, aber man kann da eine Jacke drüber ziehen. Und ihr seht es ja im Try-On. Genau, das habe ich mir gegönnt bei Unique Vintage. Ich packe euch auch unten wieder den Link dazu. Die schicken auch nach Deutschland. Ich glaube, über einem Wert von 120 Dollar ist der Versand sogar gratis. Also passt ganz gut. Und das zweite, was ich mir dort bestellt habe, war auch etwas teurer. Also das Kleid war um die 50 Euro. Und der Rock hier, aber der ist sehr speziell, war um die 90 Euro, glaube ich. Und zwar hier dieser Rock. Und ich zeige euch gleich, was daran so besonders ist. Also erstmal ist er sowieso schön, weil da das Schloss drauf ist. Hinten auch nochmal. Und jetzt muss ich gucken, wo man das nochmal einschaltet. Genau, jetzt könnt ihr euch mal vielleicht denken, was es ist. Dieser Rock leuchtet. So, haben wir immer noch einen Schalter, oder ist das nur ein Schalter? Es gibt noch einen Schalter, aber ich mache euch jetzt nur einen an. Und ich hoffe, man sieht das. Da. Er leuchtet. Also es ist so eine Art Feuerwerk, was ihr dann. Oh, hier schon. Ist abgeflogen. Ein Licht abgeflogen. Man muss, glaube ich, sehr vorsichtig mit dem Rock umgehen. Und immer hier so wieder in diese Dinger reinschieben. Das muss ich mal machen. Beim Fernsehen gucken oder so. Auf jeden Fall leuchtet dieser Rock. Es soll das Feuerwerk imitieren vom Schloss. Und es ist jeden Penny wert, finde ich, weil es so besonders ist. Also wenn man das im Park trägt, ist man, glaube ich, der Hingucker. Kann man natürlich nicht. Also man könnte die rausnehmen, wirklich. Also man kann das komplett rausnehmen, und dann müsste man das aber wieder hier reinfriemeln. Theoretisch waschbar, aber ich versuche ihn jetzt nicht zu waschen, weil mir dazu umständlich wäre. Genau, also dieser tolle, mega einzigartige Rock, wie ich finde, also da ist man echt der Hingucker. Da war es mir auch ein bisschen wert, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also Unique Vintage, wenn ihr ausgefallene Kleidung haben wollt, die haben auch normale, schöne Röcke, ist es mein Tipp. Dann was ganz Schräges. Ich war ja mit meinem Freund in Zürich. Dann sind wir durch die Stadt gelaufen, dann waren wir so, an so einem China-Laden vorbei, und dann habe ich da reingeguckt, weil die Schlange so lang draußen war, wegen Corona halt. Und dann haben sich so viele Leute angedacht, ich, warum stellen sie sich da, ist das so was Tolles oder so? Und dann gucke ich durchs Schaufenster und sehe was. Und dann habe ich gesagt, Schatz, ich muss da rein. Den habe ich gebraucht. Der hat 19 Franken gekostet. Weiß jetzt nicht, was das in Euro ist. Auf jeden Fall musste ich den haben. Das ist ein Minimaus-Ventilator. Und mit Licht. Das ist der Wahnsinn. Ja, also den musste ich irgendwie haben. Den fand ich so, 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 so cool. Und ja, den habe ich mir in Zürich gekauft. Dann, mit was machen wir weiter? Komm, machen wir weiter mit teuren Sachen, was ich mir gegönnt habe. Ja, ein Spirit Jersey ist diesmal auch dabei. Den habe ich mir bei eBay bestellt, weil es den wirklich nirgendwo mehr gab. Und der hat, glaube ich, mit Gebühren und so um die 80 oder 90 Euro gekostet, mit Versand aus den USA. Und zwar dieser wunderschöne Spirit Jersey. Der ist wirklich einzigartig, weil den gab es nur zum 65. Geburtstag von Disneyland Anaheim. Und der glitzert in Blau, und hinten steht The Happiest Place on Earth. Ich hab mich ja sehr schockverliebt in den, und habe mir jetzt auch noch die passenden Ohren bei eBay dazu bestellt. Die kommen jetzt demnächst.
Aber ja, der ist so schön. Deswegen musste der leider auch sein. Ja, ich bin halt so schönen Sachen echt verfallen. Und bei eBay und so muss man halt dann, oder bei Personal Shoppern muss man halt dann ein bisschen was draufzahlen. Aber so ist es leider. Dann kann ich euch noch, der kam auch aus Amerika, wenn wir gerade schon dabei sind. Dieser neue Funko Pop mit The Mandalorian und Baby Yoda in seiner kleinen Kugel. Super, super süß. Ich weiß gar nicht mehr, der kam von Double Box. Ne, Pop-in-Box oder so. Ich weiß nicht mehr, wie die Seite heißt, aber auf jeden Fall kam sie aus Amerika. Ein weiter Weg für die zwei hier. Und den Preis kann ich euch leider jetzt auch nicht mehr sagen, weil ich den vorbestellt habe vor einigen Monaten und ich weiß nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Aber ein sehr, sehr süßer Funko und wie bei Star Wars Funkos wackelt der Kopf von dem Mandalorian. Und am 30. Oktober kommt Staffel 2. Da freue ich mich. Da wird ein Watch-Arm mit meinem Freund gemacht, weil der guckt das auch gern. Und ich habe jetzt gehört, dass Boba Fett zurückkehrt. Und er liebt Boba Fett. Deswegen ja, freue ich mich auf Staffel 2 und ja, 30. Oktober, The Mandalorian. Jetzt möchte ich euch zwei Sachen zeigen, die nicht Disney-related sind direkt, aber die ich zugeschickt bekommen habe, netterweise zum Zeigen und also zum Fotos machen. Und die sind von Belle Bokeh, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist ein Shop, den es bei Amazon gibt. Die haben so, ich würde sagen, so, also diese schönen Kleider, diese ausstellenden Kleider, die haben auch Röcke, die haben Oberteile, die haben eigentlich ganz viel. Ich durfte mir zwei Sachen aussuchen, die ich zugeschickt bekommen habe. Die zeige ich euch jetzt. Und dann habe ich auch noch einen 15% Code für euch. Den blende ich nämlich hier ein, weil der ist ein bisschen komplizierter. Ist nicht einfach so Moni 20 oder Moni 15. Der ist ein bisschen komplizierter, ist aber auch ein Jahr gültig. Also den könnt ihr sehr, sehr lange benutzen. Und den Link zu der Webpage packe ich euch auch unten rein und schreibe euch auch nochmal den Code unten rein. Und zwar habe ich mir einmal ausgesucht einen Rock. Und zwar hier diesen lilafarbenen Rock. Den kann man hier vorne noch binden. Aber ihr seht es auch beim Try-On. Den habe ich mir als Rapunzel-Bound sehr, sehr gut vorgestellt. Also den Rock mit einem Rapunzel-T-Shirt, Rapunzel-Ohren und noch Pascal hier dran. Ich werde es für den Try-On zusammen anziehen, damit ihr die Disney-Verbindung seht. Und ja, also ich glaube, die Sachen kosten so zwischen 20 und 30 Euro. Die sind nicht ganz so teuer. Also schaut gerne mal bei dem Shop vorbei. Die haben auch wirklich schöne Kleider. Ich konnte mich kaum entscheiden. Und auch so wirklich schöne Rockfarben für alle möglichen Bounce. Schneewittchen kann man da machen. Goofy. Ich habe ja da die Brina gefragt. Da hat sie mich beraten, welchen Rock ich mir aussuchen soll. Genau, also einmal ist es der geworden. Ich habe Größe L bestellt. M hätte aber auch gereicht, weil der Stoff Stretch ist. Das wusste ich vorher nicht. Deswegen, also M hätte bei mir auch gereicht, wenn ihr bestellt, vielleicht eine Nummer kleiner, weil wie gesagt der Stoff sehr elastisch ist. Und das zweite Teil, was ich mir ausgesucht habe, ist ein Kleid. Eigentlich wollte ich ein blau-weiß gepunktetes Kleid. Da hätten die Ohren, die Loungeflower, super zugepasst. Aber es war leider in meiner Größe ausverkauft, weil ich ja L wollte. Aber im Nachhinein hätte es M auch getan. Dann habe ich mich halt für ein schwarzes, schlichtes Kleid entschieden. Es ist einfach schwarz. Jetzt denkt ihr, okay, wow, es ist sehr spannend. Hier oben ist übrigens noch so ein zusammengeknöpft. Man kann das super kombinieren mit dem goldenen Disney-D-Gürtel, schwarzen Ohren, schönen Sneakern mit Mickey Mouse oder so. Glaube ich, sieht, also das weiß ich, dass das gut aussieht. Ich ziehe euch auch im Try-On nochmal das komplette Outfit an. Und ja, das ist aber auch so ein Alltagslook, finde ich. Also man kann, also jetzt vielleicht nicht einkaufen gehen, aber wenn man zur Arbeit geht oder mal abends schick essen geht, kann man das Kleid auch gut anziehen und man hat dann mit dem Gürtel einen schönen Disney-Touch und das sieht sehr, sehr, sehr schick aus. Deswegen habe ich mich für die zwei Sachen entschieden und ich bin sehr happy darüber. Also schaut gern mal in dem Shop vorbei. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich habe noch ein paar Sachen von Shop Disney, aus Disneyland und ja, von Online-Bestellungen. Einmal habe ich Masken bestellt. Ja, ich nähe zwar Masken, aber den Stoff hatte ich nicht und es war Baby Yoda drauf. Da konnte ich wieder nicht widerstehen. Und zwar einmal die Baby Yoda-Maske. Die habe ich bei, oh, jetzt kann ich den Namen wieder nicht aussprechen. Dutch Nut Chronicles, glaube ich. Der Link ist unten in der Infobox.
Die macht ganz, ganz schöne Masken, auch Wendemasken, so wie ich sie nähe. Aber wie gesagt, den Stoff hatte ich nicht mit Baby Yoda. Der hat halt so eine Mickey-Kappe auf und ist echt cool. Ich ziehe sie mal euch an. Genau, sieht dann so aus. Wäre perfekt für mein Baby Yoda-Outfit. Ich glaube, die hat mit, also da gab es noch gratis hier so ein Haargummi, so ein, wie heißen die, Scrunch oder so dazu. Also kann man das Haargummi benutzen oder so am Arm tragen mit demselben Stoff. Ich glaube, die haben um die 13 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ich habe zusammen mit Brina bestellt. Ja, könnt ihr sonst mal nachschauen, aber bei ihr wechseln immer die Stoffe. Also wenn sie ausverkauft sind, dann sind sie halt weg. Ja, dann schaue ich gerade hier auf super viel Schmuck runter. Ja, ich habe euch ja schon, ich glaube, es war im letzten oder im vorletzten, habe ich ja bei Tritons Treasure bestellt und euch die Sachen gezeigt. Und dann habe ich ja auch schon gesagt, dass wir nochmal bestellen. Das haben wir jetzt getan. Jetzt sind zwei Bestellungen angekommen und es ist sehr, sehr viel Schmuck dabei. Einmal eine Roséfarbe. Ich mache euch Bilder, weil das sieht man jetzt schlecht. Einmal eine roségoldenfarbene Kette mit Please Return to Disneyland als in Herzform. Genau, das ist eine Kette in Roségold. Ich habe ja das passende Armband schon dazu. Dann dieselbe Kette in Silber mit Please Return to Disneyland Paris. Das passende silberne Armband dazu. Dann gibt es noch ein Phantom Manor Armband. Das gab es jetzt als Halloween Spezial. Das gab es auch noch in Roségold. Und ein Please Return to Magic Kingdom in Silber habe ich mir auch noch bestellt. Ich war zwar noch nie in Magic Kingdom, aber kann ja irgendwann mal passieren. Und dann habe ich mir noch ein Halloween-Armband bestellt. Und zwar ein orangenes mit einem Mickey-Kürbis. Und da steht Boo to you drauf. Das war der ganze Schmuck. Ich bin mir jetzt unsicher über die von den Preisen her. Ich glaube, eine Kette kostet 15 Pfund und ein Armband 10 Pfund. Aber die sind nicht wirklich teuer. Ihr müsst nur bei den Shops, also der ist nicht ständig offen. Ihr müsst den am besten über auf Instagram folgen und dann in deren Stories gucken. Da werden nämlich immer die Shop-Eröffnungen sozusagen angepriesen. Also gesagt, hier an dem und dem Datum ist eine neue Shop-Eröffnung. Und dann sind die irgendwie, glaube ich, immer so 10, 15 Minuten offen. Und dann, wenn sie ausverkauft sind, dann sind sie ausverkauft. Also wenn ihr Interesse habt an dem Schmuck, einfach bei Instagram folgen und deren Story gucken. Aber ich habe noch zwei weitere Sachen aus deren Shop mir bestellt. Und zwar einmal dieses Welcome Foolish Mortals T-Shirt im Phantom Manor Design sozusagen. Das hat, ich glaube, die T-Shirts sind etwas teurer, so 25 oder 27 Pfund gekostet. Ich habe mir jetzt Größe M bestellt. Ich hatte ja beim letzten Mal L und das ist sehr, sehr groß ausgefallen. Deswegen jetzt einmal M. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Und noch ein weiteres Halloween-T-Shirt. Ich liebe Halloween. Ist dieses hier mit Trick or Treat Down Main Street. Mit dem Schloss und kleinen Mickey-Geistern finde ich das auch wirklich sehr, sehr schön. Habe ich auch in M bestellt. Ja, dann Shop Disney würde ich sagen, machen wir zum Schluss. Machen wir noch die drei Sachen aus dem Disneyland und dann noch Shop Disney. Ich war ja, bevor die Reisewarnung eingetreten ist, war ich einen Tag in Disneyland, also einmal morgens hin, abends wieder zurück. Das war schon sehr heftig. Und da habe ich mir drei Sachen mitgenommen. Und zwar, das muss ich jetzt mal auspacken, weil hier noch so eingepackt ist. Ich hoffe, die ist heil geblieben. Sieht gut aus. Oh ja, so schön. Einmal die neue Ursula-Tasse. Das ist die, ja. Ich hoffe, dass sie noch mehr Villains rausbringen in dem Design, weil die Tasse ist echt mega. Ich mache euch auch ein Foto, damit ihr es besser seht, weil wegen dem Licht sieht man das jetzt so schlecht. Es steht auf jeden Fall Disneyland Paris drauf. Also ist wohl Disneyland Paris exclusive. Ursula ist vorne drauf, hinten steht Ursula und die hat 15 Euro gekostet und ist spülmaschinenfest, was mir immer sehr wichtig ist. Und ich finde auch die große Größe super. Die schimmert innen drin richtig. Sieht man jetzt zwar nicht, aber die hat so einen Schimmer. Und ja, ich hoffe, dass sie noch mehr von diesen Villains-Tassen rausbringen und wir natürlich ins Disneyland erfahren dürfen. Sonst bringt es mir ja nichts, wenn die das rausbringen und ich nicht hinkomme. Dann habe ich mir was aus dem Sale gekauft. Ganz viele Frozen-Sachen waren ja im Sale. Und mit dem habe ich ja schon letztes Jahr geliebäugelt, aber da war er mir zu teuer für 70 Euro. Auch mit Jahreskartenrabatt. Und jetzt habe ich mir den Elsa-Rock mitgenommen.
der war, also Originalpreis 70 Euro, minus 40% war der Sale, plus dann der Jahreskartenrabatt. Könnt euch selbst auch ausrechnen, wie viel er dann am Ende gekostet hat. Auf jeden Fall habe ich ja letztes Jahr schon damit geliebäugelt. Und ja, jetzt ist er mitgekommen. Ich mag ja so Röcke zur Zeit. Und ja, ich finde ihn richtig, richtig schön. Und was ich letztes Jahr eigentlich schon kaufen wollte, aber es dann ausverkauft war, jetzt habe ich es mir dieses Jahr gekauft, ist dieses Simba-T-Shirt. Das habe ich ja schon einmal mit Trägern und auch mal in Weiß. Und ich wollte das eigentlich immer schon mal in Schwarz haben, weil man das auch vorne so schön binden kann. Das sieht auch super aus mit einem Rock zusammen. Das hat jetzt 30 Euro gekostet. Und ja, wie gesagt, ich wollte es letztes Jahr schon haben. Und jetzt habe ich die Gelegenheit genutzt. Und wer weiß, wann ich das nächste Mal ins Disneyland komme. Jetzt zu Shop Disney und den letzten Teilen. Also meine Shop Disney Bestellung besteht eigentlich auch fast 80% aus Masken. Ja, ich habe die Shop Disney Masken vorbestellt. Das kommt gleich. Und dann kamen sie auch. Ich habe, glaube ich, 4 Packungen bestellt, vier Stück. Habe aber dann ein paar an Brina abgegeben. Angie hat eine bekommen. Und die Angelique hat noch eine, die Stitch haben wollen. Und ja, das ist jetzt der Rest, den ich noch behalten habe. Einmal Winnie Pooh. Also pro Maske, also die kann man nicht einzeln kaufen, aber die Kosten pro Maske sind 5,50 Euro, was ich völlig in Ordnung finde. Und ich habe Größe M bestellt. Ich ziehe euch jetzt mal die an, um zu zeigen, dass sie, also M für Frauen ist eigentlich perfekt. L wäre viel zu groß und ja, also ich habe Größe M bestellt, falls ihr euch die auch noch bestellen wollt. Winnie Pooh, also ich habe die Gesichterpackung gekauft. Da ist noch übrig Mickey Maus und Winnie Pooh. Stitch habe ich abgegeben und Mike Koslowski habe ich abgegeben. Also Winnie Pooh. Dann habe ich hier eine weiße mit Minnie Maus. Einmal Prinzessinnen. Einmal Pixar. Ich habe jetzt so viele Masken. Nochmal Pixar. Prinzessinnen. Frozen. Also das war halt im Prinzessinnenpack. Passt jetzt aber super zu dem Rock. Dann nochmal Prinzessinnen. Mickey in Blau. Der passt super zu dem Spirit Jersey. Dann Mickey Gesicht. Das wollte ich unbedingt haben. Deswegen habe ich mir eigentlich das Gesichtpack gekauft. Mickey Maus oder Mini. Mickey nur Mini. Minnie Maus mit Punkten und nochmal Mickey. Genau, das waren alle Masken. Ich nähe auch selbst welche. Also Masken kann ich die nächsten Jahre mich mit eindecken. Also ich bin eingedeckt für die nächsten Jahre. Maskenpflichten kann weiter bleiben. Nee, natürlich bin ich dafür, dass irgendwann das alles vorbei ist und wir keine Masken mehr tragen müssen. Aber solange wir Masken tragen müssen, bin ich gut versorgt. Dann gab es einen neuen Schlüssel. So, zum Pixar Toy Story Jubiläum, zum 25. Jubiläum. Da gab es den Toy Story Schlüssel. Hier ist auch noch das Etikett und steht eine 25 drauf. Den gab es ja im Prinzip gratis, wenn man was über 20 Euro bestellt hat. Und ich habe mir bestellt das Lilo und Stitch Kleid in Größe M. Genau, das Lilo und Stitch Kleid habe ich mir bestellt. Ist jetzt halt sehr, sehr sommerlich, aber das hat 26 Euro dann gekostet. Und das wird dann wahrscheinlich dann nächstes Jahr zum Einsatz kommen. Dann brauche ich aber noch Lilo, brauche ich noch Stitch-Ohren dazu. Muss ich mal bei ESF After gucken. Ja, das war's. Mensch. Das war mein Haul. Oh, jetzt mal zurücklehnen. Ja, also, das war mein Haul. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns demnächst wieder bei meinem Let's Play. Das kommt jetzt in ein paar Tagen. Und bin gespannt, wie ihr darauf reagiert, ob ihr das schaut, ob euch das überhaupt interessiert. Ja, schaltet einfach ein, denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke drücken, liken, kommentieren, was auch immer ihr gerne macht. Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes Like. Wenn ihr mir privat schreibt, bin ich immer sehr, sehr happy. Die ganzen Komplimente, die mir immer macht. Ich bin da immer, ach, da fühlt man sich so toll. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Video und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.